Das diesjährige Opel-Treffen hat erwartungsgemäß alle Rekorde gebrochen. Es kamen rund 67.400 Opel-Fans mit 19.900 Fahrzeugen in die Börde, um 4 Tage lang eine riesige Opel-Party zu feiern. Mehr als 50 Händler verwandelten das Fahrerlager und die Boxengasse in eine Einkaufsmeile. Hallo.
So, ich will nochmal auf die liebe Dame hinweisen. Sie steht nämlich da in Richtung Top 30. Er war in dieser Startgruppe langsamste mit seiner 10,24, zwei Zehntel langsamer als Denno von der Hochschule Berlin. Auf der linken Bahn mit seinem Rektor-Adehauptnis. Beim beliebten Public Race durften die Opelaner vier Runden auf dem Arena-Kurs drehen. Zahlreiche Tuning-Wettbewerbe wie der Burnout-Contest brachten die Masse zum Jubeln. Yeah.